Hallihallo und willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy X. Wir sind dieses Mal in der Bicanel-Wüste bei so einem komischen Kaktusstein. Der steht südlich von dem komischen Tal, wo der Sandsturm weht, am letzten Teil der Wüste. Wie genau man hierher kommt, das sehen wir gleich. Wir müssen nämlich sowieso nochmal hierher zurück. Und hier starten wir unseren nächsten Sidequest, und zwar sind da Schriftzeichen in den Stein geritzt, das Lied der Wächter. Und das Lied der Wächter erzählt von 10 starken Wächtern, die hier jetzt in der Wüste ihr Unwesen treiben oder die Wüste bewachen, wie auch immer. Und gibt uns sogar die Position, oder die ungefähre Position des ersten Wächters, den wir quasi treffen müssen, um dann zum zweiten Wächter zu kommen, wie auch immer. Und das Ganze ist ein Sidequest, wo wir quasi die Kaktoren, die die Wächter sind, einfangen müssen. Und dafür müssen wir zum ersten gehen, den ersten empfangen, dann bekommen wir erst den Hinweis, wo der zweite ist, und dann müssen wir zum zweiten gehen. Da der Weg zur Oase sehr weit ist, wollen wir den etwas abkürzen, und zwar so, wie ich das jetzt gleich machen werde. Übrigens, alle haben die Ekstasen voll aus. Yuna, die lade ich momentan gerade noch auf. Die Bestia dürften auch alle Ekstasen voll haben, wenn nicht, dann werde ich das in den Kämpfen hier erledigen. Und zwar ganz einfach, dass ich sie immer in die Kämpfe mitnehme und eine Runde quasi verteidigen lasse oder wen heilen lasse. Dann sie hat nämlich Konfrontation ausgerüstet, und das heißt, sie bekommt die Ekstase-Leiste gefüllt, sobald sie im Kampf teilnimmt. So, und um den Weg etwas abzukürzen, gehen wir hier zum Speicherpunkt, der hier unten irgendwo sein sollte. Das ist übrigens die Weggabelung, wo es rechts zu den schwachen und links zu den starken Monstern geht. Falls ihr euch daran noch erinnern könnt. Also links geht's zu den starken, rechts da, wo ich hergekommen bin, geht's zu den starken Monstern. Schwachen Monstern. So, und hier gehen wir gleich zum Flugschiff. Wir kürzen den Weg nämlich etwas ab, weil wenn wir beim Flugschiff die Bicanel-Wüste auswählen, was seht hier? Gerne. Und zwar, wo ist die Liste? Hier. Bicanel. Wenn wir hierher gehen, dann kommen wir dorthin, wo wir quasi aufgewacht sind, nachdem wir von Makalania hierher gekommen sind. Und zwar ist das bei der Oase. Da werden wir uns noch kurz heilen. Und ich lege noch kurz ein Safe State an. Moment. So, geht schon weiter. Denn hier ist der erste Wächter. Und der erklärt uns gleich das Spiel. Beziehungsweise erklärt er uns zuerst mal, wer er selber ist. Und dann erklärt er uns auch gleich das Spiel. Und zwar ist das so ein... Das haben wir früher in der Schule natürlich immer fast alle gespielt wahrscheinlich. Jemand muss wegschauen, und die anderen müssen quasi, während er wegschaut, auf ihn zugehen, und sobald er sich umdreht, dürfen sich die anderen nicht bewegen. Das gleiche gilt hier jetzt beim Kaktor. Wir haben 10 Sekunden ihn zu erreichen, und wir dürfen uns nicht bewegen, wenn er noch zu uns schaut. Gott sei Dank kündigt er das sowieso immer an. So. Und er ist ziemlich... gutmütig, was die Auslegung anrichtet, dass man kann sich immer noch etwas bewegen, während er immer noch während er immer noch sich umdreht. So, und was wollen wir hier machen? Wir wollen hier Rico rein. Wir wollen Fortuna benutzen. Ich weiß nicht ganz genau, ob das wirklich etwas bringt, aber ich mache es trotzdem. Was ich eigentlich will, ist mit Wacker den Kaktor dann besiegen. Und das funktioniert am besten, wenn er eine hohe Trefferquote hat, und ich glaube, die Trefferquote hängt zum Teil vom Glück ab. So, wen nehmen wir noch hier rein? Ich versuche noch alle Charaktere, die relativ wenig weit im Sphärobrett sind, hier mitzuholen. Also vor allem Lulu, Yuna und Kimari sind das, die auf jeden Fall noch etwas brauchen können, weil der Kaktor gibt relativ, also verhältnismäßig viel AP. Die wollen wir uns nicht entgehen lassen. So, wir erhalten den Sphäre jetzt von Tom. Das Coole ist, man muss nicht, man muss die Kaktoren nicht unbedingt erreichen. Oder wie geht das? Ich glaube, beim ersten Mal muss man sich nicht erreichen. Wenn man sie beim ersten Mal erreicht, bekommt man immer einen Spheroid, und wenn man viele Spheroide bekommt, ist der Schatz, den man später bekommt, deutlich besser. Ja genau, wenn es nicht gelingt, sich unbemerkt an den Wächter zu nähern, erhält man einen Spheroid des Verlierers. Das heißt dann quasi, der zählt nicht dazu. Es geht nämlich ganz einfach so, je mehr Spheroiden der Kaktoren man einsammelt, desto besser der Schatz. Also 1 bis 2 geben eine Potion, 3 bis 5 ein Elixier.
6 bis 7 ein Finale-Elixier und, da geht's ja falsch. Und 8 bis 9 ein Freundsfavorit. Ich werde versuchen, den Freundsfavorit zu bekommen. Es ist nicht übermäßig tragisch, wenn man ihn nicht bekommt. Wir gehen jetzt zurück zu dem Kaktorstein, wo wir den Sphärit, den wir jetzt in der Hand haben, einsetzen müssen. Auf dem Weg dorthin werden wir normalen Monster begegnen und vermehrt auch Kaktoren. Ich weiß nicht, ob das jetzt daran liegt, dass ich den... Wie gesagt, ich weiß nicht ganz genau, ob es daran liegt, dass ich den Sidequest aktiviert habe oder daran, dass ich den Sphärit in der Hand habe. Aber auf jeden Fall sind jetzt deutlich mehr Kaktoren als normal unterwegs. Hier können wir natürlich wieder uns zwischenheilen. Auch eine gute Idee ist, hier bringt es natürlich nichts ins Flugschiff zu gehen, weil wir würden ja wieder bei der Oase rauskommen. Eine gute Idee ist auch, alle Monster hier zu fangen, mit Waffen, die Käfig haben. Sie sind sowieso schwach genug. Ich zeige den Weg zum Kaktorstein übrigens nur einmal her, die anderen Male werde ich einfach, was ich mich hin und her teleportieren mit Videoschnitten zwischen den einzelnen, also zwischen dem Kaktorstein und dem... Ja, zwischen dem Kaktorstein und den jeweiligen Fundorten der Kaktoren. Hier geht's ganz normal weiter, also nichts übermäßig Aufregendes. Die Gegner sind wie gesagt schwach genug, als dass man sie, also so dass man sich mit den Waffen, also mit den Käfigwaffen ganz normal einfangen kann und meistens sogar noch ein Vernichtend rausschlägt. So, wir gehen wieder zum Speicherpunkt vorher, um uns wieder natürlich aufzuladen beim Speicherpunkt, und dann gehen wir gleich zum Kaktorstein weiter. Von dort müsstet ihr euch dann sowieso schon auskennen eigentlich. Also da hinten rechts, wo das geradeaus jetzt das Schild steht, dort müssen wir eigentlich hin. Und dann haben wir quasi den ersten Teil des Sidequests abgeschlossen. Das Problem an dem Sidequest ist, er ist nur scheiß lange. Ich werde ihn wahrscheinlich nicht auf einmal machen, sondern immer wieder zwischendurch was anderes erledigen. Weil man muss nämlich insgesamt 10 Kaktoren einfangen und die Rennerei in der Wüste ist dann schon ziemlich mühsam. Aber wenigstens bekommt man die Wüste dann komplett durch, also fast komplett durch. Ja, man kann sehr gut mit der Pikanellwüste da abschließen und alle Monster hier fangen dann, während man den Sidequest macht. Deswegen auch mein Hinweis, am besten die Käfigwaffen ausrüsten. So, und das kennen wir schon, da hinten sollte irgendwo der Stein stehen. Also der Kaktorstein. So, am besten hier quasi rechts rauf oder auf der Karte gerade nördlich rauf, dann müsste man ungefähr ankommen. Irgendwo hier müsste er sein. Ah, da ist er. Genau, da setzen wir quasi den Stein ein, den ersten. Und dann erscheinen neue Schriftzeichen und die sagen uns: 9 starke Wächter kontrollieren den Sand. Ah, Lovibia macht einen Umweg. Fort für eine Weile. Okay. Der zweite ist ungefähr dort in der Nähe, wo der erste war, etwas weiter nördlich, da beim Zelt, wo der Speicherpunkt ist, dort links irgendwo. Das heißt, ich gehe wieder zurück mit dem Luftschiff und wir sehen uns dann ungefähr beim Zelt dort irgendwo. Oder ja, ungefähr dort, wo der Kaktor dann sein wird. Und bis dahin, viel Spaß. So, wir sind jetzt quasi vom Süden von der Oase heraufgegangen zum ersten Speicherpunkt. Und von dort aus wollen wir uns anschauen, wo der zweite Kaktor ist. Der müsste nämlich da vorne links irgendwo sein. So, irgendwo, da gibt es so eine Einbuchtung, wo wir, glaube ich, Kimari gefunden haben. Nein, nicht Kimari. Lolo auch nicht. Irgendwen haben wir dort gefunden und dort müsste der Kaktor auch sein. Kann sich nur mehr um Stunden handeln, bis wir ihn finden. Ah, da ist er schon. Hey, da bleiben. Ja, er findet seinen lahmen Freund ziemlich nervig und ist ein Halbstarker. Das macht nichts. Versuche ihn trotzdem einzuholen. Erster Versuch. Wir haben übrigens 3 Versuche. Ich muss mich da leider etwas konzentrieren, damit ich den Versuch nicht verpatze. Die Zeit ist schon ziemlich knapp eigentlich. Oh, ist sich genau ausgegangen. Puh, sehr knapp. Man muss dann übrigens ganz hinten immer auch noch auf X drücken, damit man ihn quasi aktiviert oder anspricht. So, jetzt nehmen wir hier die Meteor-Runde, die braucht am meisten AP noch.
So, und dann nehmen wir Walker rein und der wird einfach zuhören. Es müsste eigentlich auch ohne zusätzlichen. Wie ist das? Trefferquote gehen. So. Mir fallen die Worte manchmal nicht ein. Sorry. So, dann bekommen wir den Spheroid von Lovibia und den müssen wir oben beim Kaktusstein einsetzen, was wir auch gleich machen werden. So, wir sind wieder zurück beim Kaktusstein und setzen den zweiten Kaktusstein ein. Neue Schriftzeichen sind erschienen. Und zwar welche? 8 Stücke Wächter kontrollieren den Sand. Der Chopper mag große Zahlen. Wo ist denn der nächste eigentlich? Ah, okay, ich weiß schon, wo das ist. Ja, wir sehen uns gleich dort. Ich erkläre dann, wo das genau ist. So, und da sind wir auch schon. Es ist eigentlich ein relativ kurzer Weg dieses Mal. Einfach nur nach links rüber. Dort, wo die Gabelung zum Tal der starken Monster geht, gibt es so ein Schild. Das können wir durchlesen. Und da steht drauf, Vorsicht, starke Monster, eben hinter uns, quasi links hinter uns. Und dann steht darunter noch etwas geschrieben in verblassten Schriftzeichen. Reisebedarf, 20% Preisnachlass. Aber das interessiert uns weniger, sondern das, was jetzt passiert. Und zwar, hinter dieser Tafel versteckt sich der nächste Kaktor. Und der kann endlich bis 50 zählen, ist ein liebenswürdiger Typ, ist aber etwas unachtsam. Schauen wir, ob wir den auch erwischen können. Okay. Wird wohl nicht ganz so einfach werden. Geht sich sogar aus. Sehr gut. Müssen wir gegen ihn auch noch kämpfen. Das wird wahrscheinlich der letzte heute werden. So, und mit dem nächsten wechseln wir Wacker ein. Ich schaue immer, wie viel Plätze ich habe, bevor der Kaktor da rankommt. Weil ich nicht unbedingt Schaden von ihm bekommen will. Oder sogar, dass er flieht. Ich weiß nicht, ob die auch fliehen, aber normale Kaktoren fliehen sehr gerne, auch in der ersten Runde schon. So, das war's mit dem nächsten Kaktor. Wir setzen noch kurz den Stein ein. So, wir sind hier mit dem dritten Kaktor-Spheroiden und setzen auch den in den Kaktorstein ein. Okay, und was sagt uns der Stein jetzt? Oh, gleich zwei finden wir das nächste Mal. Spielen in den Ruinen. Okay, wo ist denn das? Ah, ich weiß schon, das ist bei den starken Monster da drüben, glaube ich. Gut, das machen wir allerdings erst. Ich weiß nicht, ob wir das nächste Mal machen. Vielleicht machen wir nächstes Mal was anderes. Keine Ahnung. Das sehen wir dann morgen. Oder ihr seht das morgen bei Let's Play Final Fantasy X. Und bis dahin wünsche ich euch natürlich wie immer viel Spaß.